habe tatsächlich mal was gerissen. Die anderen beiden, du darfst nicht. Also, ja, ich. Es ist halt diese typische Situation. Du redest gerade über diesen dämlichen Hauptmann, da können die anderen beiden nicht erkennen, wie die Tür wohl schon aufgemacht worden ist und viel zu spät, also so, dass Jala nicht mehr gewarnt werden kann. Steht eine Person in Wappenrock der Stadtwache dort im Türrahmen, wollte wohl gerade irgendwas sagen, als er dann darüber ja, anfängt, jetzt über diesen Typ herzuziehen. Ich meine, zu Hause gibst du so Leuten einfach eine Schelle und bist wieder auf dem Weg. Aber naja, in Kunchon kann man schon mal die sanfte Halt walten lassen. Ah, wen haben wir denn da? Wer seid ihr? Ein Hör ab, Rondrianer? greif in den Mund. Mit euch Mein rede ich Name. nicht. Mir egal. Mein Name ist Ahmad Khada al-Bakra. Er nickt dem Schön zu Hauptmann sehen, einmal Euer zu. Gnaden. Seid ihr Zeugen oder so etwas? Nein, dieser Mann ist mein Kapitän. Er ist euer Kapitän. Er zieht die Augen Richtig. hoch. Er steht angeklagt wegen Piraterie und Schmuggels. Wie kann ein Piratenjäger angeklagt sein wegen Piraterie? Ich bin mir sicher, das ist ein Missverständnis. Habt ihr euch diesen Mann überhaupt einmal angeschaut? Habt ihr gesehen, dass er von Rang und Namen ist? Habt ihr euch angeschaut, unter welchen Umständen er hier angekommen ist? Oder habt ihr ihn einfach hier sitzen lassen, eine halbe Stunde? Rang und Namen rechtfertigt keinen Diebstahl. Rang und Namen rechtfertigen aber eine angemessene Behandlung. Eben solches. Es wäre doch eine Schande, wenn dies zu einem diplomatischen Vorfall kommen würde. Ein diplomatischer Vorfall? Ich verstehe nicht. Nun, ihr habt hier einen Adligen des Mittellandes verhaftet, ohne euch anzuhören, was er zu sagen hat. Na, das wollte ich jetzt ja eigentlich tun. Nun, ihr habt uns lang genug warten lassen, oder nicht? Also gut, dann kommt doch mal mit in mein Büro, Euer Gnaden. Ja, Schaut da Ahmad zu kommt mit. Ahmad, zu Kiaras und dann wird eine andere Stadtwache Jalan geheißen aufzustehen und wird dann auch mit in den Raum hineinkommen, weil du ein gefährlicher Pirat bist. Die Augenklappe habe ich schon mal. Richtig. Fehlt noch der Affe auf deiner Schulter oder der Papagei. Mein Loop-Deal ist jetzt gerade nicht mehr da. Richtig. Also gut, also ihr. Vor einem Tag wurde mir angezeigt, dass ein Schiff, das vor einigen Wochen gestohlen worden ist, sich in diesem Hafen wieder befindet, ohne einen Kapitän, Steuermann. Es wurde auch keine Hafengebühr bezahlt. Und jetzt werdet ihr mir gebracht, als derjenige, der sich als Kapitän ausweist, von diesem Schmuggelschiff, von diesem Piraterie. Und ihr, Euer Gnaden, seid also Mitglied in einer piratischen Crew als Geweihter der Herren Das sind Rondra? sehr, sehr schwere Anschuldigungen, die ihr dort führt, ohne eine Rechtfertigung zuvor gehört zu haben. Ist es nicht angebracht, dass ihr zuerst die Seite des Herrn Hochwohlgeborenen hört, bevor ihr Anschuldigungen trefft? Dann erklärt mir doch bitte die Situation. Ich bin damit etwas überfordert und es scheint mir keinen Sinn zu machen. Das Schiff wurde von einer Piratenmannschaft beschlagnahmt, um meine eigene in die Stadt zu bringen. Wie, Karinor, krieg mal einen Blick. Wie ich na, Schande feststellen musste, war mir nicht bewusst, wie die Anlagepflichten hier in Kunchum sind und wir haben keine Hafengebühr entrichtet. Entsprechend eine, ja, nun, fälschliche Angabe des Hafenmeisters, dass er es nicht geschafft hat, seiner Pflicht nachzukommen und einem neu angelegten Schiff sofort entgegenzukommen, um eine Hafengebühr zu verlangen. Ach so, ja, werte Effendis, jetzt verstehe ich. Das war also ein Fehler von unserer Seite. Nun, wir wollen keine Schuldzuweisungen machen, doch wir wollen eine sehr missliche Lage doch verhindern, oder nicht? Es war doch alles nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis, ja, verzeiht mir, dann werde ich euch selbstverständlich wieder freilassen, aber die Hafengebühr müsstet ihr ja trotzdem noch einmal bezahlen, nicht wahr? Um diesem Aber Missverständnis vorzubeugen? natürlich, unsere Ehre gebührt es.
Ausgezeichnet. Dann werde ich gleich einmal ein Schreiben aufsetzen, dass das alles ein Missverständnis war, dass ihr dieses Schiff, dieses Boot rechtmäßig dem Besitzer wieder zugeführt hattet und es den Händen der Piraten entrissen hattet. Sagen wir einfach, für 20 Dukaten vergessen wir diesen Vorfall und das war ein Fehler von unserer Seite. Sehr wohl. Ausgezeichnet, finde ich. Ja, dann 20 Dukaten weniger reich, steht ihr wieder draußen auf der Hafengarnison und müsstet immer noch wieder zurück in Richtung Dämonenarche kommen, weil jetzt fehlt euch das Schiff. Ihr habt die Hafengebühr nicht bezahlt. Da, wo ich herkomme, zahlt man als Adliger keine Liegegebühren. Ihr seid in den Ptolemäenlanden. Hier ist Geld die Macht, nicht das Blut. Andere Länder, andere Sitten, schätze ich. Habt denn niemand, der euch beraten könnte? Ist das das erste Mal, dass ihr auf einem Schiff reist, oder wie? Es ist das zweite Mal, dass ich auf einem Schiff reise. Zumindest auf einem, das Segel hat. Ja, mit ungläubigem Blick könnt ihr auf das Wasser schauen und seht dort, wie ein kleines Ruderboot mit Ephadaios und Romilly darin gerade in den Seehafen einlaufen. Seht ihr dasselbe wie ich? Oder bin Wieso ist ich? Romilly auf einem Boot und wer ist das da? Drückt eure Angetraute euch, diesen Mann, und schaut Jalan an. Er flucht einmal kräftig auf Gareti und geht dann weiter. Okay, ach mal zuckt nur mit den Schultern. Das werte ich als Nein. Hinterher. Ach, Garinor. Ja. Ich denke, das war gute Arbeit darin. Ich weiß nicht immer, wie man mit diesen hochnäsigen Stadtvolk umzugehen hat. Manchmal nützt es, ein wenig Autorität herausragen zu lassen. Aber ich versuche, das hat nicht funktioniert. Ah, aber wir müssen nur die richtigen Worte finden. Vermutlich kommt es ihnen eher auf die richtigen Worte als auf die Autorität an. Na, wie auch immer. Jalan! Jalan hier! Wir sehen uns. Ephadaios. Hat Daraus mich deutet die. auf einen Anlegekai. Hier, werft uns das Tau zu! Kriegt er dann auch. Hat mich die Hitze in Conjure endgültig verrückt gemacht. Was macht ihr denn hier? Guck dann! Er muss sofort in den Zartempel! Ja, was zur. Was Frag los? nicht, er muss in den Zartempel, dann kann er überleben. Punkt. Ich sehe jetzt eine komische Holzstatue, oder? Ein offensichtlich für dich zu erkennenden Alan Fahner mit Peitsche bewaffnet, der stocksteif wie ein Brett im Boot liegt. Seine Haut ist ein bisschen holzfarbend, unnatürlich holzfarbend, aber ja. Warum bringt Romilly und dieser Mann eure Galionsfigur mit? Das ist der erste Mal. Sammelt nicht, packt an. Romilly hat schon recht. Wir sollten uns beeilen. Eure Galionsfigur ist euer erster Mal? Packt Packt nicht, packt nicht! an! Ja, Ahmad würde dann auch mit anpacken. Wie auch immer Gut. das ist. Irgendwie hat ihn die Arche korrumpiert. Ich habe etwas in seinen Augen gesehen. Wir müssen sofort zum Tempel. Und damit beenden wir die Runde heute.